Hi ho und willkommen, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu meinem neuen, vor kurzem, oder vor, was heißt vor kurzem, letztes Jahr, angekündigten Projekt Age of Mythology. Ja, nachdem ich euch damals so ein Vorschauvideo gezeigt habe, mehr oder weniger das Tutorial, geht es heute endlich mit dem Projekt dazu los. Und zwar habe ich das Projekt ein bisschen vorgezogen. Ich wollte es eigentlich erst machen, nachdem ich mit Pillars of Eternity durch bin, aber ich habe gedacht, ich ziehe es mal vor, da ich zurzeit irgendwie nicht die Motivation habe auf eine neue Dwarf Fortress Staffel, muss ich ehrlich zugeben. Aber nicht so viel dazu. Ja, ihr habt ja im Vorvideo gesehen, was uns bzw. euch erwarten wird. Deswegen werde ich jetzt ohne Umschweife die Kampagne starten. Und zuerst wird ein kleines Vorschauvideo, Einleitungsvideo kommen, in dem ich jetzt die Klappe halten werde. Und ja, die erste Mission könnte etwas stressig werden, weil mir viel reingelabert wird. Und ja, das werden wir ja sehen. Ab der zweiten Mission wird es etwas ruhiger, hoffe ich mal. Also, Kampagne spielen. Prolog und ruhige Träume. Schwierigkeitsgrad mittel ist okay, dann dauert es nämlich nicht so lange. Und starten. Das war Volteris, nicht wahr? Es ist schon lange her, dass du ihn in die Unterwelt verbannt hast, Arkantos. Kämpfst du wieder alte Schlachten? Ja, alte Feinde. Ich sehe sie hier immer noch. Du hast viele Schlachten für Atlantis geschlagen und bist Feinden gegenübergetreten, vor denen andere zurückgewichen wären. All das ist lange her. Die Feinde von Atlantis leben nur noch in meinen Träumen. Jetzt habe ich es mit jämmerlichen Piraten zu tun. Glaubst du das wirklich, Atlante? Atlantis hat immer noch Feinde und du bist derjenige, der ihnen entgegentritt. Jedem, der mein Heim oder meine Familie bedroht, ist bald ein Platz in meinen Träumen gewiss. Diese Feinde sind nicht wie die anderen, Arkantos. Sei auf der Hut. Dunkle Zeiten stehen bevor. Und du wirst gebraucht. Arkantos, wache auf. Admiral? Herr! Ja? Am Horizont wurde Land gesichtet. Wir sollten Atlantis bald erreichen. Ausgezeichnet. Wie freue ich mich darauf, meinen Sohn Castor wiederzusehen. Jo, Vorspann, Intro. Ich mag übrigens die Musik in dem Spiel. Ihr könnt die Omen nicht ignorieren, Arkantos. Poseidons Missfallen ist nur allzu deutlich. Wir müssen helfen, die Belagerung von Troja zu beenden. Wenn wir jetzt ausrücken, sind wir erst dort, wenn die Schlacht geschlagen ist. Und selbst wenn wir rechtzeitig eintreffen, können wir nur noch das Banner von Atlantis zeigen. Keine Aufgabe für einen Admiral. Wir würden Agamemnon beleidigen, wenn wir einen der jüngeren Offiziere schicken. Er beschwert sich bereits über die geringe Aufmerksamkeit gegenüber den griechischen Kolonien. Nein, ihr müsst es sein. Beim Heiligen... Castor, bleib hier! Bringt die Petropoli herauf. Rostagma, Orthos. Rostagma, Vulumen. Ziehen wir erstmal den Toxoten zurück. Atlantis Streitmacht ist unterwegs. Haltet den Hafen, bis sie eintrifft. Carlos! Arkantos ist ein Held und sehr effektiv im Kampf gegen mythische Einheiten wie Kraken etc. Lege Vulumen. Okay, das ist die erste Mission. Wie man sehen kann, ist schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet worden. Wir tun erstmal den Hopliten und den Toxoti verbessern hier in den Kasernen. Sehr gut, aber wir sollten auf weitere Angriffe vorbereitet sein. Denn das hier ist jetzt eigentlich eine reine Verteidigungsmission. Also wir haben genug Rohstoff. Wir müssen uns also nicht um die Wirtschaft großartig kümmern. Wir könnten die Gebäude verstärken. Ja, das sollten wir mal machen. Bedenken Sie, weitere Toxotis können in der Schießanlage ausgebildet werden. So, holen wir mal ein paar Hopliten hier. Und ein paar Hopliten hier. Und ich muss ein bisschen die Geräuschlautstärke runterdrehen. So, das ist mir nämlich etwas zu laut. So, ein Petrobolus schicke ich hier rüber. Als Aushilfe. Die anderen beiden bleiben erstmal hier. So.
Atlantische Armee 6-2 entfernt. Wir müssen Piraten. Das durchhalten, bis sie kommen. Und da kommt, kommt das erste Piratenschiff. Der Schädel, der einem von diesen schwarzen Segeln entgegenspringt, wurde von vielen Piraten des Mittelmeers benutzt. Der Schädel, der einem von diesen schwarzen Segeln entgegenspringt, wurde von vielen Piraten des Mittelmeers benutzt. Ist jetzt aber das Symbol des Minotauren Carbos. Also ja, das sind Carbos Piraten, die bereits im Tutorial mal erwähnt wurden. Und die landen jetzt hier und wollen auf die Nase. So. Und wir sollen ein paar Toxoti. Ein paar Hopliten. Und graden wir mal. Okay, Nahrung haben wir nicht genug. Einige Dorfbewohner arbeiten im Dorfzentrum westlich des Hafens. Wenn sie einen bestimmten Rohstoff zu wenig haben, sollten sie ihnen befehlen, diesen zu sammeln. Nee, wir brauchen keine Wirtschaftsupgrades. Wir brauchen eigentlich hauptsächlich Waffenupgrades. Deswegen, ich werde erstmal sparen aufs Waffenupgrade. Also hier Kupferwaffen. Prostagma Pani. Prostagma Thos. Ein weiterer Krake. Poseidons Zorn ist deutlich. Und ja, da ist ein Krake. Von dem sollte ich meine normalen Einheiten weg fernhalten, weil Kraken können die instant killen. Was nervig ist. Und ja, eigentlich sind Boote gegen Türme nicht gerade effektiv, wie man sieht. Okay, die Toxoti bleiben lieber hier drin. Da kommt ein frischer Landungstrupp. Und wir dürften genug haben für bessere Waffen. So, eigentlich bräuchten wir mehr Gold statt Holz. Also schicken wir die beiden zum Goldsammeln. Alcantos, vergesst nicht, den göttlichen Zauber zu beschwören. Sie finden die göttlichen Zauber am oberen Bildrand in der Mitte. Der göttliche Zauber Regen steigert den Ertrag ihrer Felder. Genau, jetzt regnet es auf meine Felder kurzzeitig. Also für 55 Sekunden, für eine Minute ungefähr. Noch ein Krake auf dem Weg zur Küste! Orthos. Noch ein Krake. Schnappen wir uns Arkantos. Ein Landungstrupp! Und graden als nächstes die Schilde mal ab. So viel zum Landungstrupp. So. Der Krake ist mit Arkantos beschäftigt. Das heißt, die Toxoti hier können mal ein bisschen draufhalten. Und ich könnte ein paar weitere ausbilden vielleicht. Ja. Zwei zusätzliche Toxoti. Und vielleicht mal den Goldabbau beschleunigen. Ausgezeichnet. Alle Mann an die Posten. Es ist noch nicht vorbei. 3 Meilen entfernt ist die Armee noch. Ich sollte hier eigentlich auch noch 2 Toxoti hinterher schicken. Es wäre von Vorteil, Waffen und Panzerung ihrer Einheiten in der Waffenkammer weiterzuentwickeln. Daran habe ich schon gedacht, Athene. Also ja, Athene gibt hier in der ersten Mission noch ein paar Tipps zum Spiel allgemein, was im Tutorial nicht erwähnt wurde. So. Im Augenblick haben wir etwas Pause. Ich spare jetzt aber erstmal Gold auf den Kupferpanzer. Und dann werde ich. Schwarze Segel! Piraten! Und dann werde ich die beiden Holzfäller zurückschicken. Wieder Holz fällen. So.
die Panzerung verbessern. Wir können die Piraten Atlantis nicht einnehmen. Was denken sie sich? Nein, das stimmt allerdings. Sie greifen nur in kleinen Wellen an. Der göttliche Zauber Wiederherstellung heilt ihre Einheiten und repariert ihre Gebäude. Ja, das ist nicht schlecht. Heilen wir mal hier alle. Die hier drüben sehen nämlich noch einigermaßen gesund aus eigentlich. Gut. Das hier oben ist übrigens Verbündeter, also Atlantis. Dazwischen stehen aber auch Statuen von mir. Zwei Meilen für bis zu den. Dort kommt noch ein Krake! Betet, dass dies der letzte ist! Steht eine Statue von mir? Was wollte ich gerade sagen? Ist egal. Ein Landungstrupp der Piraten! Da los! Oh, jetzt wird es etwas heftiger. Genau. Ach du meine Güte, Skorpionmenschen. Das könnte jetzt hier irgendwie ein bisschen böse enden. Ich glaube, ich ziehe mal ein paar Truppen hier zur Hilfe. Ab, ja. Na, mein Petro Bollos wird es hier leider nicht mehr erleben. Nein. Weg mit dem blöden Skorpion, Mann. Die Streitmacht aus Atlantis wird bald hier sein. So. Gut, das heißt, wir holen uns hier ein paar neue Truppen. Kommt, gib mir noch ein bisschen mehr Gold, bitte. Die hacken halt gemütlich drauf ein. Und noch ein Piratenschiff und jede Menge Piratenschiffe. Jetzt meinen sie es wirklich ernst, die Jungs. Außerdem hier, der scheint hier zu halten und zu parken. Oh je, noch zwei Kraken. Und wie man sehen kann, die Hopliten haben jetzt Schilde gekriegt. Hey Jungs. Akanthos, die Verstärkung aus Atlantis ist eingetroffen. Ah. Befehlt uns Akanthos. Genau, wir haben Verstärkung gekriegt. Und sogar zwei Helden dabei. Und mythische Einheiten. Ein Held ist gefallen. Oh. Erobern Sie das Gebiet zurück, um Ihren Helden wieder zum Leben zu erwecken. Das war wohl Akanthos. Na gut. Die machen wir hier gerade ziemlich viel kaputt. Du bist das einzige effektiv gegen die Viecher, also. Hilf mal etwas mit. So, wir haben Akanthos wieder. Also die Story-Helden, die werden einfach wiederbelebt. Milizsoldat. Achso, ja, meine Gebäude bringen Milizsoldaten, wenn sie eingerissen werden. So, kümmert ihr euch um die da? Meine Hepatisten können sich hier mal um die Reste kümmern. Oh. Da war ein Toxoti zu nah am Kraken und wurde einfach mal weggeschleudert. Ja, Anubiter. Das sind ägyptische mythische Einheiten eigentlich. Da sieht man schon mal, unser Gegner ist Ägypter. Sieht man hier auch, Isis. So. Die Piraten fliehen. Es braucht mehr als eine Handvoll Piraten, um Atlantis zu überrennen. Ja, nur dass sie mir ziemlich viel Schmerzen gerade bereitet haben. Ein weiterer Fingerzeig von Poseidon, Akanthos. Seine Kreaturen helfen den Piraten. Vater, der Dreizack wurde gestohlen. Was? Ja, er wurde während der Schlacht gestohlen. Hermos,
Es könnte kein klareres Zeichen geben, Akanthos. Wir verlieren Poseidons Gunst. Wir müssen handeln. Ich gehe zurück nach Troja, wie ihr verlangt. Ich werde den Dreizack auf dem Weg dorthin zurückerobern. Zethos, nehmt Vorräte an Bord und sammelt unsere Männer. Wir stechen in See. Kann ich mitkommen? Nein, ich brauche dich hier, falls sie zurückkommen. Keine Sorge, ich werde bald zurück sein.